Zu meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, das war in den 80er und 90er Jahren, als ich Kind war, waren japanische Fahrzeuge jetzt nicht die Design-Highlights, das muss man mal ganz klar sagen. Es waren wirklich nur praktikable Fahrzeuge, die man günstig erstanden hat, aber man wusste, die sind einfach qualitativ langlebig. Ja, die hat man auch dann dementsprechend lange im Straßenbild verfolgen können. Und dazu zählte auch der Nissan Micra. Der steht jetzt in der 5. Produktgeneration hier vor der Kamera. Und den möchte ich euch jetzt einfach mal ein wenig vorstellen. Denn ich bin der Meinung, man sollte immer mal wieder ein Blick auf die Kleinwagenklasse werfen, die sich ja doch stark verändert. Es ist eine stark umkämpfte Klasse, aber sie bietet doch immer wieder sehr schöne und interessante Fahrzeuge auch an zu durchaus attraktiven Preisen. Und aus dem Hintergrund sage ich jetzt einfach mal, starten wir jetzt hier wieder in ein typisches Ubi-Tested Review mit ein. Bei mir geht es ja um Fahrzeuge, die ihr euch da draußen als Privatperson kaufen könnt. Das sind Fahrzeuge, die schlicht und ergreifend als Zweitwagen oder als Familienwagen für euch da draußen interessant sein sollten. Und deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr mich hier auf der Entdeckungsreise zum Nissan Micra begleitet. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dies jetzt tut. Das Ganze liked und gerne auch teilt und vor allem kommentiert eure Meinung da draußen unten in die Kommentarbox. Lasst uns ein wenig diskutieren. Und jetzt geht's los mit dem Nissan Micra. Ein sehr kleiner Kühlergrill mit einem kleinen V-förmigen Chromspänkchen ziert die Front des Nissan Micra und ist auch zugleich das Markengesicht von Nissan. Wenn ihr euch jetzt einmal mal das Review zum Nissan Juke anschaut, was hier auch auf dem Kanal vorhanden ist, dann werdet ihr sehen, wie sich dieser kleine Markenkühlergrill da verändert hat. Da ist er deutlich imposanter ausgeformt. Auch bei den anderen Modellen wie Qashqai oder X-Trail ist das Ganze dann auf alle Fälle nochmal stattlicher vorhanden. Dennoch, wir haben hier einen sehr großen Scheinwerfer vorne, leider nur als Halogenlicht. Ein LED-Scheinwerfer gibt es lediglich in der obersten Ausstattungslinie Accenta. Wir haben jetzt hier das Sondermodell N-Way und das bringt 16 Zoll Leichtmetallräder unter anderem mit, die abgedunkelten Scheiben am Heck sowie eine Klimaanlage oder eine Rückfahrkamera und ein Parkhilfe. Was mir sehr gut gefällt übrigens, und deswegen mache ich das Ganze jetzt hier ein bisschen mit dem Lichtspiel, das ist, wir sehen, wie sich vorne an der Nase eine Linie über die Motorhaube dann in den Kotflügel und in die Tür hineingibt, um dann nach hinten leicht ansteigend in den Rücklichtern zu enden. Zudem haben wir hier auch keine Türgriffe am Fond, offensichtlich zumindest, sondern die sind oben Nähe der C-Säule da oben am Dach angebracht. Das sieht optisch ganz gut aus, gefällt mir auch, ist auch praktikabel genug, denn die Rückbank wird jetzt nicht immer regelmäßig benutzt. Aber es gibt den Nissan Micra lediglich als Viertürer und nicht als Dreitürer. Und das finde ich ganz gut so. Auch wenn ich mir gerne hier hinten zum Beispiel LED-Rücklichter wünschen würde, aber für den Kleinwagenbereich, da reden wir immer noch über ein Budgetfahrzeug, da ist das Ganze so nicht zwingend notwendig. Dafür freut sich das Ganze, wenn man irgendwas tauschen muss, dann sind die Glühbirnen recht schnell hinausgenommen. So, aber jetzt schauen wir einfach mal, wie viel Gepäck passt denn eigentlich hier in den Kofferraum des Nissan Micra hinein.
Die weit öffnende Heckklappe bietet genügend Kopffreiheit für mich mit 1,78. Der Standard-Laderaum bietet 300 Liter Volumen. Das ist ein sehr tiefer Kofferraum. Wenn wir sehen, ja, er ist knapp über Kniehöhe. Das ist schon eine gute Ladekante. Und dann geht es hier unten ja, nochmal so ungefähr 30 cm tief nach unten. Es gibt keinen doppelten Laderaumboden, um das Ganze hier irgendwie plan zu machen. Den hat man einfach nicht eingebaut. Ist auch wiederum relativ ehrlich sowas. Die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis ja, 40 zu 60 hier umlegbar. Man kann das Ganze dann von hier aus recht gut tun, wenn man das Ganze einfach dann hier so umwirft. Wir sehen allerdings dann relativ schnell, dass sich hier eine Stufe bildet. Und somit ist das jetzt nicht ideal, um da wirklich komplett durchzuladen. Aber was wir hier auch schon gesehen haben, Isofix ist vorhanden. Die Hutablage hier, das ist ja ein solides Ding, ganz gut aufgehängt hier oben und lässt sich dann auch recht leicht komplett rausnehmen. 1000 Liter sind es dann, wenn ihr komplett einladen wollt. Das ist ein gutes Mittelmaß, da würde ich mal sagen, da hängt der Nissan Micra jetzt weder hinten nach, noch ist vorne mit dabei. Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht hier im Fond des Nissan Micra. Was ich gleich sagen muss, den Vordersitz habe ich auf meine Größe von 1,78 natürlich eingestellt. Wir sehen als erstes die Kniefreiheit. Die Kniefreiheit ist so, dass wenn ich meine Knie direkt gerade hinter den Sitz packe, dann drücke ich ihm schon so ein bisschen ins Polster hinein. Das ist weich, es ist auch leicht ausgeformt, die Sitzlehne, aber dennoch sitzt man eher so ein bisschen breiter, dann geht das. Ja. Einen Fünfsitzer sehe ich ihn jetzt nicht wirklich, weil es fehlt auch eine Kopfstütze hier in der Mitte, trotz Dreipunktgurt in der Mitte. Also von dem her macht es lieber als Viersitzer, dann geht es auch. Viersitzer vom Kopf her passt es auch. Ja? Also ich habe hier oben noch so eine knappe Faust Platz nach oben. Die Kopfstütze lässt sich angenehm weit nach außen fahren. Ich habe auch in der Tür eine kleine Armauflage. Und ich habe hier als Besonderheit manuell zu öffnende Fenster mit einer Kurbel. Für die, die es noch nicht kennen, ich musste damals als Kind mein Fenster so öffnen. Es gibt hier keine Mittelarmlehne, keine Durchreiche. Das Polster ist aber angenehm groß und auch flach gehalten. Man sitzt hier gut. Auch die Lehnenneigung ist sehr gut getroffen, finde ich. Es gibt leider keine keine Luftausströmer hier in der Mitte und auch keine 12-Volt-Buchse oder USB-Anschlüsse. Das ist ein bisschen schade. In modernen Fahrzeugen, selbst im Kleinwagenbereich, könnte man zumindest eine 12-Volt-Buchse hier hinten auf alle Fälle mal unterbringen. Dafür gibt es aber Isofix-Punkte an den Außenbahnen hier, sodass auch Kindersitze ganz gut untergebracht werden können. Der Zustieg über die Türen hier ist ganz ordentlich. Die Türausschnitte sind groß genug, sodass selbst meine Wenigkeit sich hier ganz gut hinein platzieren kann. Aber jetzt platziere ich mich mal lieber vorne links hinter dem Lenkrad, denn das ist viel wichtiger für euch da draußen und für mich auch. Ja, ich habe mich in der ersten Reihe platziert hinter dem Lenkrad und wir haben hier interessanterweise ein komplettes Kunststofflenkrad. Es gibt also hier kein Lederlenkrad in dieser Ausstattungslinie oder Variante. Das ist auch mal wieder was ganz Neues, aber das Lenkrad ist unten abgeflacht. Es ist auch in Höhe und Tiefe einstellbar. Also das hätte ich zum Beispiel vielleicht nicht erwartet. Das ist ja nicht für jeden Kleinwagen gängig, dass man vor allem auch tatsächlich das Lenkrad in der Längsrichtung positionieren kann. Ich sitze hier auf wirklich bequemen Sitzen. Die haben auch eine ordentliche Schenkelauflage, sind jetzt gut gepolstert von der Seitenführung her. Gibt es da für mich in einem Kleinwagen auch nicht zu meckern. Natürlich sind es keine Sportsitze, sind aber bequem und großzügig gepolstert, auch für mich mit meinen etwas über 75 Kilo Leichtgewicht. Ja. Wir haben hier natürlich genügend Platz zur Kopffreiheit, das finde ich in Ordnung. Auch die Kopfstütze lässt sich ausreichend weit nach oben ziehen, zudem ist sie sehr groß und bietet da auch eine große Fläche. Die Kniefreiheit ist auch einwandfrei. Ich würde mal sagen, Sitzposition ist gut und jetzt schauen wir uns hier mal den Innenraum an.
Ja, erster Blick hier auf das Kombi-Instrument im Nissan Micra. Das ist mit zwei großen Analoginstrumenten hervorragend ablesbar, große Ziffern, kein einziger Kritikpunkt meinerseits. Dann haben wir noch ein kleines Display, was den Bordcomputer widerspiegelt. Die Bedienung findet hier über das Multifunktionslenkrad statt. Auf der linken Seite, wie gesagt, das Bordcomputer-Menü. Da können wir bedienen hier die Audio-Informationen und auf der rechten Seite Bordcomputer und Limiter. Das Lenkrad hier ist ein Voll-Kunststoff-Lenkrad, wie schon erwähnt. Ein Lederkranz hat man sich hier in der Ausstattungslinie N-Way einfach gespart. Braucht man auch nicht, schaut auch länger frisch aus, so ein Vollkunststofflenkrad als ein lederbezogenes. Dann haben wir hier auf der linken Seite die elektrischen Fensterheber für die vorderen Türen. Dann sehen wir haben große Außenspiegel. Diese werden elektrisch verstellt von hier und können auch elektrisch angeklappt werden. Und dann sehen wir auf der linken Seite hier die Einstellbarkeit der Kombi-Instrumentbeleuchtung sowie die Zurücksetzung des Tageskilometerzählers, dann die Leuchtweitenregulierung manuell und die Start-Stopp-Funktion, die wir deaktivieren können, darunter die Entriegelung für den Tank oder die Motorhaube. Weiter rechts und genau in der Mitte befindet sich dann das 7 Zoll große Nissan Connect Mediasystem. Das hat keine Navigationsfunktion hier. Es gibt es noch mit Navigation. Das kostet dann 500 Euro Aufpreis und bezieht seine Informationen von TomTom. Dann sehen wir hier oben die Warnblinktaste. Ist da oben sehr gut untergebracht, sehr gut erreichbar und auch wunderbar positioniert. Dann das 7. Das 7 Zoll Multimedia-System. Hier in der Mitte das Mediasystem mit 7 Zoll großem Bildschirm. Direktwahltasten an der Seite ohne Navigationsfunktion. Die kostet 500 Euro Aufpreis und bietet dann TomTom Kartenmaterial. Hier gibt es aber die Konnektivität mit Android Auto oder CarPlay. Würde mir persönlich völlig ausreichen. Da braucht es nicht mehr. Darunter sehen wir die manuelle Klimaanlage. Ja, manuelle Klimaanlage gibt es auch noch. Ich persönlich finde aber eine Klimaautomatik etwas besser, allein wegen der Luftverteilung. Da muss man dann doch öfter mal wieder hier hin und her drehen. Ja, das sind Luxussachen definitiv, aber das reicht hier schon völlig aus. Was in meinen Augen leider nicht ausreicht, das ist diese Sitzheizung hier. In Stufe 2 ist quasi gar nichts vorhanden an Heizleistung. Da müsste man auch gerne mal nachlegen. Darunter der USB-Anschluss und AUX-Eingang sowie eine 12-Volt-Buchse und ein großes Ablagefach. Keine Induktiv-Ladeschale, braucht man aber auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier den Hebel für das stufenlose Automatikgetriebe, das hier verbaut ist. Und jetzt gucken wir nochmal weiter hier in die Mittelkonsole. Da haben wir ein Ablagefach, zwei Cupholder und dahinter ist nochmal ein großes Ablagefach mit Cupholder. Natürlich eine manuelle Handbremse. Dann haben wir ein großzügiges Handschuhfach hier unten drinnen, wo man auch wirklich alles Mögliche unterbringt. Da geht viel rein. Die Türtaschen sind auch groß genug. Da passt sogar eine 1,5 Liter PET-Flasche rein. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses kleine zusätzliche Fenster da noch kurz vor dem Außenspiegel. Damit wird die Rundumsicht nochmal verbessert. Denn Windschutzscheibe stehen sehr flach und sorgen so ein bisschen für Sichteinschränkungen. Dann haben wir aber sehr große Fensterflächen und können dann einen wirklich guten Rundumblick haben. Was mir persönlich fehlt, ist in der Tat eine Mittelarmlehne für längere Strecken. Und jetzt schauen wir aber mal, was befindet sich denn hier unter unserer Motorhaube. So, unter der Motorhaube erwartet uns natürlich, wie bei vielen anderen Kleinwagen, wenn wir sie denn aufbekommen, auch ein Dreizylinder-Aggregat. Ja, das ist ja mittlerweile, gehört zum guten Ton, dass man da einen Dreizylinder-Motor unterbringt. Wie wir sehen, natürlich ohne Haubenlift. Das ist ja auch so. Wir haben ja hier schließlich ein Kostenbudget vorliegen. Die Marge ist ja sehr gering bei Kleinwagen. Hier steckt also ein 1 Liter Dreizylinder Turbomotor unter der Haube.
der so auch in natürlich diversen anderen Renault- und Nissan-Modellen arbeitet. Unter anderem Renault Clio gibt es den Motor. Es gibt ihn auch im Dacia Duster mittlerweile und es gibt ihn auch im Renault Captur oder aber hier im Nissan Micra. Der Motor leistet 100 PS, hat 144 Newtonmeter maximales Drehmoment, sorgt dann dafür, dass wir in 13 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen können mit dem Wagen und 177 Stundenkilometer maximal auf einer freien deutschen Autobahn schnell unterwegs sein können. Der Motor arbeitet angenehm ruhig, was mir persönlich ein bisschen aufgefallen ist. Starke Vibrationen hat er lediglich im Stand. Wenn das Fahrzeug auf D steht und quasi immer auf Zug ist, dann neigt er sehr stark zum Vibrieren, was eigentlich sehr untypisch ist, denn der Motor läuft sehr, sehr ruhig und vibrationsarm. Selbst beim Ausdrehen klingt der Motor jetzt nicht überdramatisch angestrengt oder laut, sondern bleibt sehr zurückhaltend, hat eine gute Leistungsentwicklung und ist auch für den normalen Alltag völlig ausreichend beim Fahren. Die stufenlose Automatik, die da noch mit gekoppelt ist, ja, die sorgt ja so ein bisschen für Diskussion bei mir im Kopf, denn ich habe stufenlose Automatikgetriebe doch irgendwo sehr abgelehnt. Was mich nämlich stört, ist dieses stetige, konstante Halten einer Drehzahl auch unter Beschleunigung und vor allem, wenn man dann stark beschleunigt, dann wird eine sehr hohe Drehzahl angelegt, wo natürlich das Leistungsmaximum des Motors liegt und die wird dann gehalten und das klingt sehr, sehr angestrengt und irgendwie auch sehr monoton. Das gefällt mir normalerweise nicht, ist hier aber sehr gut gelöst von Nissan und Renault, denn diese Automatik simuliert so ein bisschen die Fahrstufen. Beim Ausdrehen wird immer so ein bisschen simuliert, als ob ein Gang eingelegt wird. Das heißt, es gibt einen kurzen Drehzahlsprung nach unten. Mit dem Gaspedal könnt ihr auch sehr schön regulieren, wie die Drehzahl sich verhalten soll. Wenn ihr nur dachte Gas gebt, dann wird die auch konstant gehalten, die Drehzahl. Und der Motor dreht nicht einfach recht schnell und zügig nach oben. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Und beim Kraftstoffverbrauch können wir ja auch nicht meckern, dafür, dass wir natürlich etwas mehr Gewicht mitschleppen. 1155 Kilo wiegt ja der Nissan Micra. Und ich würde aber jetzt sagen, wir machen uns jetzt auch auf den Weg und auf die Socken. Und da erzähle ich euch noch ein bisschen was vom Fahrverhalten. Man könnte auch sagen, weniger ist mehr. Und genau das ist für mich auch mit dem Nissan Micra hier der Fall gewesen, die 14 Tage lang. Er hat mich gelehrt, dass man einfach wenig braucht, um glücklich und alltagsorientiert von A nach B zu kommen. Also das schafft der Micra hier wunderbar. Er hat ein angenehm komfortables Fahrwerk. Er hat eine Lenkung, die genügend Rückmeldung von der Straße bietet, angenehm leichtgängig ist. Einen sehr, sehr kleinen Wendekreis, um wirklich handlich in der Stadt zu sein. Und einen angenehmen niedrigen Geräuschpegel, auch auf der Autobahn, um auch lange Strecken mal abzuabsolvieren und sogar in Geschwindigkeitsbereichen von 140 bis 160, wo das Auto auch problemlos und anstandslos hin beschleunigt und auch dann stabil läuft. Also hier gibt es wirklich keinen Kritikpunkt, den ich hervorheben könnte, außer dass vielleicht die Federung eben bei langsamer Fahrt etwas stuckrig ist. Aber ansonsten, nein, gibt es nichts wirklich auszusetzen. So, zunächst einmal muss ich sagen, danke Nissan. Ihr habt es tatsächlich geschafft, mich wieder ein wenig zu erden, denn man ist ja gewohnt, normalerweise immer voll ausgestattete Pressewagen zu haben und viel Luxus und viel Annehmlichkeiten, vor allem was die Ausstattungsliste angeht. Das schraubt natürlich den Preis in utopische Höhen und ihr da draußen kauft, glaube ich, selten Vollausstattungen. Hier haben wir jetzt einfach mal wieder ein Fahrzeug mit einem Vollkunststofflenkrad, keinen elektrischen Fensterhebern hinten und einer manuellen Klimaanlage.
Tage und ich lebe noch, ich bin gut damit zurechtgekommen und war sogar erstaunt, wie gut alles funktioniert und wie wenig man wirklich braucht. Vielleicht ist das auch etwas, was in der jetzigen Zeit doch wiederum sehr gut und entspannend ist, zu sehen, dass man mit wenig auskommen kann und auch mit wenig glücklich ist. Die Platzverhältnisse sind völlig ausreichend, auch mit Kindern. Kindersitze gehen unwahrscheinlich gut rein. Das Fahrwerk ist sehr schön komfortabel und der Wagen macht auch ausreichend Fahrspaß für den normalen Alltag. Tja, jetzt kommen wir natürlich zum Thema Finanzen und hier sieht es so aus, dass der Testwagen, so wie er da steht, als Sondermodell N-Way für 18.880 Euro beim Händler als Listenpreis steht. Das ist schon sehr viel, das muss ich ganz klar sagen. Rund 2.000 Euro gehen auch nur auf den Komfort des stufenlosen Automatikgetriebes. Muss man natürlich selber wissen, ob man sowas möchte. Ich selbst finde den Wagen gut, denke auch, dass man ordentlich noch ein bisschen Rabatt rausholen kann, Tageszulassung oder ähnliches. Ich würde ihn wahrscheinlich doch nicht als Automatik nehmen, sondern doch als Handschalter, vielleicht sogar dann mit dem stärkeren Motor, den ich im Juke hatte. Jetzt dürft ihr mir aber unten eure Kommentare dalassen, wie ihr den Nissan Micra findet, wie ihr so ein stufenloses Automatikgetriebe findet oder wie ihr die Kombination aus Kleinwagen und Automatikgetriebe findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr dem Ganzen hier ein Like gebt und wenn ihr auch demnächst wieder reinschaut. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.